Hallo, guten Tag und Dauerdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag. Bei Vigor braucht man auf jeden Fall gutes Aim. Und umso mehr man spielt, ist ja so, umso besser wird's. Ist einfach so. Und ich habe schon einige Runden Vigor hinter mir und ich habe auch mal gute und mal schlechte Tage. Heute hatte ich einen wirklich richtig guten Tag. Perfektes Aiming. Seht ihr gleich im Gameplay. Was man machen kann, ist natürlich auf den Schießstand gehen und noch Aim trainieren. Das habe ich auch, oder mache ich vor fast jeder Runde eigentlich, mit der Waffe, die ich in die Partie nehme. Und ja, wenn man gut zielt, reicht ja schon ein Schuss. Ihr wisst es. Und deswegen ist perfektes Aim so wichtig, denn ihr müsst nur diesen einen Headshot landen und ihr habt einen Gunfight gewonnen. Und das geht im Bruchteil von einer Sekunde, in der man das entscheiden muss, drücke ich ab oder nicht. Heute seht ihr perfektes Aiming. Ich schwör's euch. Im Gameplay viel Spaß dabei und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ihr dürft natürlich gerne einen Kommentar, also ein Feedback hinterlassen, würde mich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Los geht's und wir gehen mal einfach Richtung Signaldetektor. Einfach hier mal hoch jetzt. Am Wasser lang. Obwohl vielleicht ein bisschen höher. Ein bisschen mehr hier so rein in die Berge. Ja, einen kleinen Waldspaziergang. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dieser Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch gar nicht, gibt es sie auch ohne Schnee, diese Map? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das Spiel ist, sie total verschneit und es ist die Grafik in dieser Map und sie ist so groß und so, alles ist nicht so geil irgendwie. Aber ich will nicht meckern. Ich spiele sie trotzdem und mal gucken, was jetzt geht. Oh, da haben wir noch Chemikalien, nice. Hier hängt immer noch der Weihnachtssocken. Der muss weg. Weihnachten ist vorbei, Leute. Das haben die ein bisschen verschlafen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der aktuellen Situation, aber... Der Weihnachtsmann kommt heute wieder. Mal gucken, ob wir den Abwurf in dieser Runde bekommen. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach mal. Ein bisschen planlos bin ich schon, weil ich habe eigentlich erstmal nur den Signaldetektor im Auge. Beziehungsweise folge so dem Weg dahin. Eigentlich hätte ich Bock, dass ich jemanden treffe. Ich hätte Bock auf einen Gunfight. Da wird auch schon geschossen. Hier war schon jemand. Hier war schon jemand, da ist schon der Sicherungskasten geplündert. Beim Signaldetektor ist jemand. Der Tresor wird auch schon geknackt. Wir gehen in Richtung Signaldetektor. Wir wollen ja Stress. Da ist jemand. Suchen wir uns doch den Stress mit dem. Nur mal kurz ein bisschen die Position verändern. Weil er rechnet vielleicht auch damit, dass ich aus der Ecke komme. So. Der Signaldetektor. Ich sehe ihn gar nicht. Irgendjemand schießt hier auch, aber ich glaube, das ist weiter weg. Oha! Leute, heftige Gunfights, wo seid ihr?
Der Signaldetektor ist da oben irgendwo? Ah, da oben! Oh mein Gott, da oben auf dem Berg. Holy shit. Wie kommen wir denn jetzt da am besten herauf? Ja, wir müssen da so hochklettern. Wow. Okay. Okay. Okay, Digga. Da wurde ich schon entdeckt. Ups. Bitte. Oh Mann, bitte kletter da doch rauf. Nein? Oh no. Da. Wow, was für ein Schuss. 100% präzise, Digga. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, moin. Was für ein Kill. Wo ist jetzt deine Deathbox? Hey. Kann ich die jetzt auch looten? Hallo? Oha. Goldene Magnum. Und ein Sniper. Und ich erschieße ihn einfach mit der AKM. Alles klar, Digga. Alles klar. Jetzt Signaldetektor checken. Ich nehme mal an, das war der am Signaldetektor war. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch jemand ist und mich jetzt überrascht. Geh nicht davon aus. Sieht nicht so aus. Jo, hier ist keiner in der Nähe. Beim Haus ist jemand. Hier oben. Es sind noch drei. Oh, hier sind auch noch zwei. Es sind noch mehrere auf der Map. 1, 2, 3, 4, 5. Einer ist hier unten. Keiner ist hier. Und zwei sind da, wo der Drop hinfällt. Aber das ändern wir jetzt mal schön und packen ihn auf zwei. Hier war ja einer auch. Oh, mal gucken, jetzt wollen wir es hier aber nicht allzu gemütlich machen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf den High Ground. Also hier war ja jemand irgendwie gerade hier. So. Hier ist noch ein Haus beim Bergsee, da gehen wir mal hin. Da war keiner, vielleicht finden wir da noch ein bisschen Loot. Hey. Wir checken das Haus mal ab. Oh mein Gott. Oh nice, 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 dass wir so ein heftiges Scope gelootet haben. So ein heftiges Scharfschützengewehr. Da schauen wir mal, ob wir den Drop bekommen. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Gucken mal, ob hier schon jemand war. Ist hier noch was für mich? Hm. Sieht schlecht aus. Hier ist nix. Hier ist nur das Telefon. Ah, hier ist noch eine Kommode. Oh, nice. Der Drop wird jetzt gerade langsam uninteressant. Ich habe ein Foto gefunden, aber ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das ist. Das ist bei einem Hochsitz und einem blauen Haus. Aber es könnte auf der Scheiß-Map, sag ich mal, weil die so mega groß ist, könnte das einfach überall sein. Nee, da habe ich keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt dahin. Wir gucken uns den Drop an.
Gar nicht so weit weg, obwohl das getäuscht ist schon noch ein bisschen. Aber ja, doch auf diesem Berg, da könnten wir uns... Ja, sehr gut. Da wollen wir hin. Wir crouchen hier schön in die Lücke. Sehr geile Position, so. Strahlung kommt von oben, das wäre natürlich dann sofort der Ausgang. Okay, Frage ist, wir haben keinen Jod dabei. Frage ist, wie lange können wir hier ausharren? Dahin geht es dann nämlich mal raus, einfach die Straße runter einfach, ja genau. Strahlung kommt. Wollen wir es riskieren? Wenn dann jetzt? Oh, das ist hoch. Autsch, oha. Das hat richtig wehgetan. Autsch. Fuck. Schaffen wir es noch? Oha, oha, oha. Das wird jetzt eine knappe Kiste. Wir heilen schnell noch ein bisschen hoch. Unten, unten, links, oben, links, rechts, rechts, links. Oh mein Gott. Waffe weg und jetzt lauf. Hoffentlich klappt es. Es ist knapp, vor allem weil ich... Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst, Digga? Hast du Jod? Hat er nicht. Holy shit. Den habe ich da ja gar nicht erwartet. Krass. Er hatte gar nichts, oder? Ich konnte auch irgendwie gar nicht seine Box looten. Ich weiß nicht. Lauf jetzt. Der Ausgang ist ja da. Bitte, lass uns das jetzt schaffen. Ja, geschafft. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Ende? Ciao. Oh mein Gott. Da hat er auch noch hart gecampt, aber hat ihm nichts gebracht. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. So nice.